Also, wir wollen heute mit Kapitel 12 anfangen. Die heißt Logarithmus und allgemeine Potenz. Allgemeine im Sinne, dass wir nicht nur x hoch n betrachten können, aber aus x hoch allgemeine reelle Zahl. Und wie werden wir und was ist Logarithmus? So viele von Ihnen wahrscheinlich haben Logarithmus in Schule gesehen, das ist die sogenannte Umkehrfunktion zum exponentielle Funktion. So, ich mache ein Bild. So, die exponentielle Funktion sieht ein bisschen so aus. Und wenn man so solche Spiegelung über diese diagonale Linie macht, so das hier ist exponentielle Funktion, kriegt man sogenannte Logarithmus. Und das wird auch unser Ziel. Und diese Spiegelung, was das eigentlich bedeutet, das bedeutet, dass ich wechsle diese zwei Achsen, x und y, dass ich statt von x zum y komme, werde ich von hier Zahlen wählen und dann die Werte kriege ich auf diesen Axis. Und das ist genau diese Idee von Umkehrfunktionen. So, das ist ein spezieller Fall, weil diese exponentielle Funktion, wissen wir, ist monoton wachsend. Und so die Idee von Umkehrfunktionen für allgemeine, sag mal, erst streng monotone Funktion, sag mal, streng monoton wachsend ist, dass statt für x kriegen wir y, okay, f von x ist, werden wir hier anfangen, so wählen wir y und kriegen wir x als f Umkehr oder Invers von y. So, das heißt, wählen wir nicht hier die Punkte, aber wählen wir hier die Punkte und für den Punkt gucken wir, wie ist dieser Wert und dann Wert auf diese Achse. So, Um die Existenz oder die Eigenschaften von Umkehrfunktion, Existenz und Eigenschaften von Umkehrfunktion zu definieren, fangen wir mit oder analysieren, fangen wir eine Definition, und zwar wir definieren, was sind monotone Funktionen. So, wir haben das für Folge gehabt. Wir wissen, was ist eine streng monoton wachsende Folge und streng monoton fallende und wachsende. Und ähnlich wird es für Funktionen. So sei f, d. Natürlich, wir betrachten das in d, ein Definitionsbereich als Teilmenge von r. Und dann heißt f, und wir werden 4, wieder wie bei Folgen, 4 Möglichkeiten haben. So. Monoton wachsend, streng monoton wachsend, monoton fallend und streng monoton fallend. So, monoton wachsend ist, so die Idee ist, hier ein Bild, ich habe meine Funktion, ich nehme zwei Punkte x' und ich möchte, dass diese Werte fx und fx' sind, so in dem Fall monoton wachsend ist, dass fx ist kleiner oder gleich fx'. Wenn es streng ist, dann ist strenge Ungleichung. Und in diesem anderen Fall ist es genau umgekehrt. So, fx ist größer oder gleich fx', falls es monoton fallend ist und streng monoton fallend ist. Das hier. Und jetzt, was sind diese x und y für alle x, y im Definitionsbereich? Das natürlich brauchen wir, um zu sagen, was eigentlich bedeutet f von x oder f von x. Und zusätzlich x ist streng kleiner als x'. Das heißt, die sind wirklich wie in diesem Bild.
Und die Idee jetzt ist, dass sobald wir eine streng monoton wachsende Funktion oder streng monoton fallende Funktion haben, die zusätzlich stetig ist, können wir diese Umkehrfunktion definieren. So, ich werde, bevor wir das formulieren, oder vielleicht werde ich erst diesen Satz formulieren, und dann können wir überlegen, ob wir wirklich die Voraussetzungen in diesem Satz brauchen, sodass wir formulieren das auf Satz 1. So, ich kann sagen, das ist so Umkehrfunktion Satz. Und was da sagt, so, wir haben eine sei f d in r mit d ein Intervall und ich werde das anders formulieren, so sei fd eine stetige streng monoton wachsende oder fallende Funktion definiert auf einem Intervall d. So, das ist, so, wir wollen wirklich, dass wir keine Lücken hier haben, wir wollen wirklich ein Intervall. Und dann existiert ein Intervall, dann ist zuerst f oder f von d, was wir definieren als d Strich, das heißt Bild von dieser Funktion, von dieser Intervall unter dieser Funktion, ein Intervall und f bildet d bijektiv auf der Strich ab. Das heißt, f ist eine Bijektion, das heißt, das ist so 1:1 Abbildung, und nicht nur das, als eine Bijektion ist, wissen wir, dass wir können auch die Umkehrfunktion oder diese Umkehrabbildung betrachten. Die Umkehrabbildung f inverse, die zwischen der Strich und d geht, die durch f inverse y ist gleich x, ist genau dann, wenn fx ist y, ist auch eine stetige bijektive, stetige Funktion. Und nicht nur das, eine stetige und jetzt monoton wachsende, streng monoton wachsende oder fallende Funktion. So, diese oder bedeutet, wenn es wachsend, dann ist wachsend Umkehrfunktion, wenn die Funktion f ist fallend, dann die Umkehrfunktion ist auch fallend. So, es ist nicht so, wir können in beiden das haben. So, hier wichtig ist, dass es existiert, es ist stetig und streng monoton. Ein paar Überlegungen. Natürlich, erste Situation ist, wenn wir eine Funktion nehmen, die monoton ist, aber vielleicht nicht auf einem Intervall definiert. So, das kann zum Beispiel solche Funktion sein. Das ist definiert in Vereinigung von zwei Intervallen. Dann sehen wir, dass das wird unser f, dann die Umkehrfunktion wird so aussehen. Vielleicht so und
So, dann wird das auch nicht auf einem Intervall, so die Umkehrfunktion wird existieren, aber wird sich sicher nicht auf einem Intervall definieren. So, das ist nicht so schlecht, aber wir gucken jetzt die Situationen, wenn die Funktion eigentlich zum Beispiel nicht monoton ist. So, wir kennen für unsere Funktion solche Funktion nehmen. Und jetzt fragen wir, ob wir auch für solche Funktionen eine Umkehrfunktion konstruieren können. So, wenn wir denken, okay, was bedeutet Umkehrfunktion? Das bedeutet, dass wenn ich für x fx habe, dann kann ich diese fx nehmen und zurück zu diesem x kommen. Aber das Problem ist, wenn ich solche y zum Beispiel hier nehme, habe ich eigentlich zwei Punkte, x und x', für welche f von dieser Punkt gleich dieser y ist. Das heißt, ich habe nicht Eindeutigkeit. Das heißt, wenn ich das so mache, mache ich das jetzt richtig? Genau. So, der Graph wird ungefähr so aussehen. Aber das ist natürlich keine Funktion, weil ich kann nicht sagen, dass für einen bestimmten Wert x habe ich zwei Werte von dieser Funktion. Das geht einfach nicht. So, wir sehen, dass diese Monotonizität ist wirklich Gebrauch und ist eigentlich Gebrauch für diese Bijektion. Und wenn die Funktion nicht stetig wäre, so zum Beispiel, ich kann die auf einem Intervall definieren, so ich nehme eine Funktion, die springt, zum Beispiel ist monoton, aber springt, dann meine neue Funktion f in Umkehrfunktion wird ungefähr so aussehen, die wird hier und dann wird eine Lücke im Definitionsbereich haben. So, das heißt, das hier, diese d kommt hier und diese Bild wird dieser d'Definitionsbereich von Umkehrfunktion. So, wir sehen, dass diese Umkehrfunktion wird nicht mehr auf einem Intervall definiert sein. So, wir haben diesen Satz formuliert und wir wollen das jetzt beweisen. So, die erste Teil ist relativ einfach. Die so nicht triviale Arbeit kommt, wenn wir diese Stetigkeit zeigen wollen. So, wie werden wir das beweisen? So, was brauchen wir? So, wir haben f eine stetige, sag mal, ohne Beschränkung der Allgemeinheit, f streng monoton wachsend, weil sonst betrachte minus f, weil wenn f streng monoton fallend ist, könnt ihr einfach zeigen oder sehen, dass minus f streng monoton wachsen wird. Und dann können wir natürlich alles das hier wiederholen. So, wir haben eine stetige streng monoton wachsende Funktion auf einem Intervall d. So, der erste Teil ist zu zeigen, dass wir wollen zu zeigen, dass auch Bild von dieser Funktion wird ein Intervall. Das kann man schon hier ein bisschen sehen, aber warum das so ist, dafür werden wir natürlich so dass ein Intervall ist, folgt aus Zwischenwertsatz in Kapitel 11. Warum? Weil wir erinnern, Zwischenwertsatz sagt, wenn ich eine stetige Funktion habe und ich habe zwei Punkte a und b, dann habe ich die Werte fa und fb und dann weiß ich, dass in diesem Intervall ab wird diese Funktion alle Werte zwischen fa und fb erreichen. Das heißt insbesondere, wenn die Funktion monoton ist und ich nehme jede zwei Punkte in diesen, so wieder ein Bild, ich habe meine Funktion und ich nehme hier AB, dann weiß ich, dass zwischen diese zwei Punkte werde ich alles sehen. Insbesondere, wenn ich jede zwei Punkte in
f von d, so das heißt, da dieser Satz zwischen der Satz impliziert, dass falls x und y in f von d, dann gilt, dass dieser Intervall xy liegt in fd. Und das genau zeigt, dass dieser fd ein Intervall sein muss, theoretisch unbeschränkt. So, das ist einfach, das heißt, wir sehen, das ist ein Intervall. Und wir wollen zeigen, dass diese f bildet der Bijektiv auf der Strich. So, dass es surjektiv ist, das wissen wir. Was bedeutet surjektiv? Das bedeutet, dass für jeden Punkt in der Strich gibt es x, sodass f von x gibt dieses Wert. Aber das ist genau die Definition von der Strich, weil der Strich sind genau die Punkte f von d. Das heißt, die Surjektivität ist trivial. Und die Frage ist, warum ist es bijektiv? Und wir erinnern, so bijektiv bedeutet, injektiv und surjektiv. So surjektiv, das kommt direkt aus der Definition. Das hier ist OK. Und warum ist diese Funktion injektiv? So, wir müssen erinnern, was bedeutet injektiv. Injektiv bedeutet, dass falls fx ist gleich f, so wir wollen, dass es gibt, falls fx ist gleich fy, das bedeutet, dass auch x ist gleich y. Das heißt, für jeden Wert im Bild haben wir eindeutige Umkehrpunkt sozusagen, so eindeutige. Ja, das heißt, wenn ich hier, das heißt, es kann nicht passieren, solche Zeug. Das heißt, wenn ich hier einen Wert nehme und solche Linie steiche, habe ich genau einen Punkt, in welchem ich diese Linie durchsteiche. Und warum soll das sein? So, das kommt aus streng Monotonizität. Warum ist es so? Weil die streng Monotonizität sagt, falls ich habe, x ist nicht gleich y, das heißt, ohne Beschränkung der Allgemeinheit kann ich denken, dass x ist kleiner als y, weil es, wenn es nicht wäre, kann ich y und x wechseln. Dann weiß ich, dass fx muss streng kleiner als fy sein. Insbesondere, das bedeutet, dass wenn diese zwei gleich sind, dann müssen die auch diese zwei. Das ist genau diese Injektivität. Das heißt, das sehen wir trivial, dass es ist auch injektiv. Und deshalb es ist eine Bijektion. Das heißt, für jedes Punkt hier gibt genau einen Punkt hier, sodass die in diesem Graph treffen. Das heißt, für jede y in f von d, es gibt genau eins, das ist diese Ausrufezeichen, x in d, sodass f von x ist y. Und dann werden wir diese x als von y definieren. So, wir durch diese eindeutige Existenz von x werden wir diese Umkehrfunktion definieren. Das hier ist Umkehrfunktion. So, natürlich, die Funktion läuft zwischen d' und d. Und wir müssen natürlich überlegen, ob das wirklich eine Funktion ist, eine Abbildung. Das heißt, wir müssen sicher sein, dass wir, wenn ich hier einen Punkt nehme, dann ist das hier genau wohl definiert. Das heißt, für y gibt genau ein x, aber das ist genau diese Eindeutigkeit. Das ist diese Injektivität. Und genau. Und das zeigt, dass diese Umkehrfunktion existiert. Die geht zwischen d' und d. Hier ist die Definition. So, was wir brauchen, ist noch zu zeigen, dass die stetig und monoton, so in diesem Fall streng monoton, wach sind. So, ich fange mit dieser Monotonizität. So, ist streng monoton wach sind. Warum ist das?
So, wir sehen, dass so wir fragen uns, wenn y ist kleiner als y', warum soll dann sein, fy ist kleiner als f minus y, f minus 1y ist kleiner als f minus 1y'. So, ich werde diesen Punkt als x nennen und diesen Punkt als x' nennen. So, durch Widerspruch, falls x, x ist gleich x', das heißt, entweder hier ist gleich oder die andere Richtung, so falls das hier, dann natürlich wissen wir, dass fx ist auch gleich fx'. Aber auf einer Seite, das hier ist y', das ist y. Das heißt, y und y' sind gleich, aber das ist in Widerspruch mit unserer Voraussetzung. So, das kann nicht sein. Und die andere Möglichkeit ist, wenn x ist größer, strikt größer als x', aber das bedeutet, x' ist kleiner als x. Das heißt, da f monoton wachsend ist, sehen wir, dass auch fx' ist streng kleiner als fx, aber das hier ist y' und das hier ist y. Das heißt, wir, in dem Fall hätten wir, dass y' ist streng kleiner als y, aber es ist umgekehrt. Da sehen wir, dass auch in diesem Fall haben wir einen Widerspruch. Das heißt, wir haben gezeigt, dass die Umkehrfunktion hat die gleiche Monotonizität wie f selbst. So, was bleibt noch zu zeigen, ist Stetigkeit. So, wir werden erst, sagen mal, wir haben einen Punkt A hier. Das ist unser Graph. Wir haben A und f von A werden wir als B nehmen. Und so sei A in B und B ist f von A, das ist in D'. Und erst werden wir den Fall betrachten, erst sei A nicht am Rand von D. Und natürlich, es kann passieren, dass unser Definitionsbereich ist ein abgeschlossener Intervall und es kann sein, dass eine von diesen Endpunkten ist unser A. So, wir wollen das separat betrachten. So, wir nehmen erst an, dass wir sind wirklich im Inneren. So, jetzt sei Epsilon positiv und ohne Beschränkung der Allgemeinheit. Wir können annehmen, dass diese Epsilon klein genug ist, sodass A minus Epsilon, so A plus Epsilon, liegt in D. Das heißt, nicht nur A, sondern auch kleine Umgebung von A liegt in unserem Definitionsbereich. Und dann wissen wir natürlich, dann können wir sagen, okay, A, F, A minus Epsilon, das heißt, dieser Wert hier, ich nehme eine Farbe hier und hier, das heißt, hier ist B, hier werde ich B1, B2. So, B1 ist dieser untere Wert, das ist B1 und F von A plus Epsilon, sage ich, das ist meine B2. Genau, und was mache ich jetzt? Jetzt sage ich, okay, ich nehme Delta als Minimum von B minus B1 und B2 minus B. Dann sehen wir insbesondere, eine Bemerkung ist, dass B minus Delta und B plus Delta liegt in diesem Intervall, im offenen Intervall B1, B2. Aber was das bedeutet? Wir wissen, dass diese Funktion ist monoton. Das bedeutet, dass f b minus Delta, oder ich kann das so sagen, f von, das er bildet diese Intervall b minus Delta, b plus Delta in diese Intervall. Aber was ist dieser Intervall? Das ist genau f von b1, f von b2.
Aber das ist genau a minus epsilon a plus epsilon. Was das aber, Moment, ich habe jetzt Quatsch gemacht natürlich. Es soll f invers hier die Umkehrfunktion sein, weil wir arbeiten mit hier, mit, wir fangen mit hier. Das heißt, diese Umkehrfunktion hat diese Eigenschaft. Was das bedeutet? Das bedeutet, dass wir, das heißt, die Delta-Umgebung von B wird von F innerhalb Epsilon-Umgebung von F invers B abgebildet. Aber das ist nichts anderes als Stetigkeit von dieser Umkehrfunktion F invers in Punkt B. Warum? Weil wir haben gezeigt, für jede Epsilon können wir ein Delta finden, sodass F invers von dieser Delta-Umgebung liegt innerhalb Epsilon-Umgebung. Das ist diese Epsilon-Delta-Definition. Frage: Natürlich brauchen wir, dass diese Delta positiv ist. So, Frage für Ihnen ist, warum ist Delta positiv? So, Delta ist hier definiert. So Sie sollen überlegen, warum beide von diesen Zahlen wirklich streng positiv sind. So, was fehlt noch, ist der Fall, dass A Randpunkt. Und natürlich, was man in dem Fall macht, man muss einfach sagen, okay, wenn ich hier bin, Entschuldigung, hier, dann kann ich natürlich nur die Stetigkeit zum einen Seite nehmen, dann so, falls zum Beispiel a linke Punkt, linke Endpunkt, dann betrachten wir einfach a plus Epsilon und werden wir mit diesem Teil arbeiten. Das heißt, wir werden gucken, das hier gibt uns f von b und das hier wird, Entschuldigung, das hier wird f von a ist b und f von a plus Epsilon wird unser b2 und dann werden wir zeigen, dass wenn wir diesen Definitionsbereich, dann natürlich f von a, das ist b, das heißt, wenn ich hier meine a habe, dann ist natürlich auch f von a, was b ist, ist auch am Rand von unserer b'. Und das heißt, die Stetigkeit einfach ist betrachtet nur für die Werte, die in diesem Definitionsbereich liegen. So, Sie können das als kleine Übung überlegen, wie eigentlich läuft dieser Beweis in dem Fall. Und wenn a die rechte Endpunkt ist, dann werden wir einfach a minus epsilon a betrachten. Und damit sind wir fertig mit diesem Beweis. Nächstes Mal werden wir sehen, wie kann man diese Konstruktion oder Existenz von Umkehrfunktionen gut benutzen, um Wurzeln, allgemeine Wurzeln konstruieren und auch die Funktion Logarithmus.